So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Und zwar wollte ich ja mit euch noch die Old Gun Parts suchen. Erstmal mein Lüfter einstellen, man weiß ja nie. Und wir haben ja hier ein paar Fotos. Und hatte ich eigentlich mehr gefunden? Ich hatte, glaube ich, ein, zwei noch gefunden, aber ich kam aus den Höhlen nicht mehr raus. Und dann haben wir ja hier die zwei Parts, Nummer 2 und Nummer 3. Haben wir, glaube ich, einmal am Baum da gefunden und einmal bei den einen See. Neben so einer kleinen Hütte oder so. Hier hätten wir jetzt noch so die Sachen. Ich hab da schon mal ein Video geguckt vorhin. Aber wenn ihr das hier seht, ist das schon ein paar Tage her wahrscheinlich. Aber gucken wir mal. Und ich glaube, ich habe gesehen, dass auf dieser Insel da ein Part ist. Weil ihr wisst ja selber, war so lange in den Höhlen und alles. Muss ich mal drehen, wa? Und ich habe einfach nicht mehr gefunden, mehr Fotos. Wobei ich mit den meisten Fotos auch nichts anfangen kann. Deswegen, um das nicht vorzuenthalten und mir auch nicht, musste ich leider so ein bisschen gucken, wo das ist. In Form eines Videos. Ob mir das jetzt alles gemerkt habe, weiß ich nicht. Werde wahrscheinlich auch einige Cuts setzen. Mal gucken. Kann das auch schneller? Nee, weiß ich nicht. Gegner habe ich auch drin gelassen und so. Das müsste ja diese kleine Insel sein. Oder die. Ich weiß es nicht ganz genau. Acht Parts haben wir zu suchen. Zwei haben wir. Weil wir haben schon so viele Folgen hinter uns. Und ich möchte hier eigentlich immer alles gerne mitnehmen, was das Spiel so bietet, ne? Und das gehört dann unter anderem auch dazu. Warum ist das Fluss denn so lahm, ey? Uah, da bin ich ja alleine schon noch schneller, wenn ich schwimme. Und dann ist auch noch die falsche Insel vielleicht, ne? Ich weiß es nicht genau. Also es könnte natürlich ein bisschen sein, dass ich hier so ein bisschen rumlaufen werde. Und das mache ich dann eher offscreen. Und wenn ich dann was gefunden habe, werde ich mich wahrscheinlich wieder melden. Außer das lasse ich jetzt erstmal drinne. Natürlich werden wir die Waffe dann auch noch testen. Munition haben wir noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man sich die irgendwann selber craften kann und so. Erstmal sollen die Leute das wahrscheinlich erstmal noch finden. Oder es kommt vielleicht die Anzahl der Munition, was man so findet. Vielleicht wird das ja noch erhöht oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin. Ich befürchte, ich bin falsch. Auf jeden Fall schon mal großartig, dann müssen wir wahrscheinlich auf die andere Insel. Naja, dann fang schon mal, was ist das denn? So. Plumps. Dann fangen einige Cuts schon mal an. Wir sehen uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir auf der anderen Insel. Von dort sind wir eben gekommen. Da ist das alles mit den Containern und hier haben wir das jetzt, was ich meinte. Kann ich doch einfach auch ein. Warum sieht das eigentlich so anders aus hier unten? So ein komischer Bommel, weiß ich nicht. Ich kann auch hier auch Dynamit reinpacken, ne? Da muss ich ihn auch, glaube ich, nicht anzünden. Da sind noch so halb taub, aber sonst. Ein bisschen Munition. Und Part 6 von 8. Wo haben wir das denn hier?
Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 3. Jetzt haben wir hier dieses Ding. Und wir haben jetzt mittlerweile 17 Ammo. Okay. Sieht schon, das setzt sich weiter auseinander. Oder es nimmt halt langsam Form an. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Ort wieder. So, hallöchen, liebe Freunde. Wir sind wieder zurück. Also, beziehungsweise, ich habe wieder einen Teil gefunden. Wir befinden uns hier unten. Wenn ihr das seht, dieser orange Punkt, das sind wir unten rechts auf der Map. Und hier ist es bei den Klippen und sowas. Und in der Nähe ist das Dorf und so. Und hier haben wir dann noch so ein Teil. Haben wir den Miranda. Klingt jetzt erstmal alles durch die Gegend. Kann ich die Baumstämme noch benutzen? Für sowas hier? Das weiß ich gerade gar nicht. Wenn mir das schon mal zufliegt hier, sag ich mal. Old Gun Part, ja. Old Gun Ammo, okay. Da gucken wir gleich auch nochmal. Kann ich einfach noch ein Shelter bauen? Ich habe eben auch ein Shelter gehabt, damit ich pennen konnte. Aber jetzt brauche ich nämlich das, weil wir hier Baumstämme rumfliegen haben. Und welche Part haben wir jetzt? Nummer 1, ne? Das ist das Teil, okay. Gut, haben wir schon mal die Hälfte. Und Gun Ammo haben wir 18. Alles klar. Dann melde ich mich wieder beim nächsten Part hier. Bei The Forest. Beim nächsten Old Gun Part. So, da bin ich auch wieder. Und ihr kennt ja diesen See hier, unseren berühmten See. Da hinten. Und dort ist die Höhle und alles. Und da befinden wir uns hier. Immer das Orange, ne? Und hinter uns haben wir dieses Teil hier. Ach, ich nehme mal eine Bombe, ist ja egal. Jagen wieder alles in die Luft hier. Das kennt man ja schon aus der letzten Folge. Mit Dynamit und mit den Baumstämmen. Oha. So, Old Gun Part 4 und wieder 3 Old Gun Ammo. Hier, warum wollen wir denn unsere 4? 6, wir haben, das ist die 2, das ist die 3, das ist die 1, das ist die 6. Als letztes finden wir hier die 4. Okay. Also haben wir schon mal 5 Stück. Das sieht doch gut aus. Jetzt muss ich auf jeden Fall ganz nach oben ins Schneegebiet. Da sollen, glaube ich, noch 3 Dinger sein. Och, und auch dann Richtung Strand hier bei diesen komischen Hütten da. Da melde ich mich dann auch noch mal wieder. Hallöchen, zurück. Wir sind jetzt hier oben, links. Hier sind die komischen Hütten und hier ist auch wieder so ein Teil, was wir denn zu finden haben, was wir jetzt gefunden haben. Ich glaub, mit viel, viel Sucherei und alles hätte ich die ganzen Fotos auch gefunden, denke ich mal. Auch ohne Hilfe die ganzen Orte, aber halt nur mit viel, viel Zeit. So, hier ist erstmal Wasser drin, ist ja cool. Part 5 und noch 4 Munition. Das ist ja cool. Da könnte man auch so einen Tunnel draus machen und da könnte man. Ja. Da kann man noch was draus machen. Jetzt haben wir nämlich 6. Welchen haben wir jetzt neu bekommen? Wir haben 25 Ammo auf jeden Fall. Diesen hier, den kleinen, haben wir. Dafür haben wir jetzt 6 Teile. 2 fehlen uns noch, aber wie gesagt, da melde ich mich dann später wieder. So, da sind wir auch wieder zurück. Jetzt befinden wir uns hier oben auf der Karte. Ganz, ganz oben links scheinbar. Im äußersten Norden. Hier ist immer noch das hier, die Gegend. Da habe ich sogar mal was gespeichert. Habe ich hier bestimmt schon mal gesucht. Aber was wir suchen, ist nämlich hier. So, das ist das vorletzte Teil.
Shotgun-Ammo. Haben wir das jetzt eingesammelt? Sollte eigentlich, ne? 3, 2, 6, 4, 1, 5. Das ist ja nur die. Das ist ja merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist oder nicht. Naja, wir werden es sehen. Vielleicht habe ich einen Teil übersehen und hier ist kein Teil drin. Ich habe keine Ahnung. Naja, wir sehen uns wieder. So, ich bin's nochmal. Und zwar. Das war schon richtig, nur das ist wohl ein bisschen verbuggt. Ich habe ja hier die ganzen Parts und alles. Und hier verbirgt sich nämlich noch was und da steht keine Nummer dran. Man sieht das hier so ein bisschen. Also, wenn ich die Taschenlampe hier wegmache, aber dann kann ich das hier dahin machen und zack, wir haben tatsächlich 7 Teile. Welches auch immer ist. Also, da ist wohl noch ein kleiner Fehler. Hier gibt es ja halt noch ein paar Bugs, ne? Also fehlt uns noch ein Teil und den besorge ich uns noch. So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Alles immer noch in einer Folge. Viele, viele, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Viele Cuts, wollte ich sagen. So, wir sind hier oben. Ganz, ganz oben im Norden. Und das ist hier bei diesem schönen See, wo ich sogar vielleicht nochmal reinspringen kann. Also nicht zu empfehlen, aber da habe ich das Blut nochmal von mir gewaschen. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen Mist gebaut, weil ich hier das Feuer und das Shelter hingebaut habe. Weil hier ist das letzte Teil auf jeden Fall. Und ich wusste gar nicht, dass es hier so ein Grab gibt. Und eine Kassette, die wir aber allerdings scheinbar schon haben. Was ist das für ein Grab? Das ist doch auch wieder von. Ja, von der Yacht. Habe ich hier auch noch nie gesehen. Hab ich noch, ist wohl auch noch neu hinzugekommen. Weil bei den Notes kommt jetzt. Ist jetzt ja nichts Neues, ne? Das ist ja das. Das haben wir ja auch schon. Alles klar. Ich spreche ja lieber nochmal. Ich glaube, ich habe mir bestimmt gleich alles in die Luft hier. Aber naja, dann haben wir gleich das letzte Teil. Oh, sogar nicht, tatsächlich. Aber ich kann Sticks gebrauchen. Aber Baumstämme leider nicht. Naja. Drei Ammo und Part 7, das letzte Teil. Nice, jetzt bräuchte ich nur noch Gegner, ne? Und wir müssen noch zusammensitzen. Also, das ist das. Das ist der Part 2, Part 1, Part 3. Was haben wir hier? 6, 5, 4, 7, so ein kleines Teil. Und das ist halt die Nummer 8. Und wir haben es zusammengesetzt. Die Old Gun. Müssen wir die noch beladen oder so? Nee, haben wir. Das haben wir als Ammo. 29 Stück. Also es könnte sein, wenn wir hier alle Fotos haben. Und bei den Fotos liegt meistens auch noch Munition. Vielleicht wäre das dann 40 Munition oder so. Würde ich jetzt mal mutmaßen. Gut, dann speichere ich nochmal und habe ich ja gerade. Und ich glaube, dann sehen wir uns nochmal wieder. Und wenn ich auf Gegner treffe. Bis dahin. Oh, so, ich werde angegriffen. Und aber ich will natürlich nicht die ganze Munition verschwenden, aber ich will den natürlich mal testen, diese Waffe. Flintlock Pistol.
muss immer so nachfüllen und alles und stopfen oder wie auch immer. Zwei Schüsse brauchen die. Weiß ich ja nicht ganz genau. Gut, 27 haben wir noch. Mal eben hier was craften. Alles klar. Haben wir noch mehr Gegner oder vielleicht ein Tierchen oder so? Hier liefen eben Wildschweine rum, aber ich entschuldige mich auch für die vielen Cuts. Aber wenn ich jetzt, das würde einfach den Rahmen sprengen und das würden dann wahrscheinlich wieder mehrere Folgen sein, bis wir das alles gesucht und gefunden haben. Und da ich eh nicht genau wusste, wo es die ganzen Teile gab oder wo man die finden konnte, musste ich das leider so machen. Aber so gab es natürlich gefühlte 60 Cuts oder so, keine Ahnung. Naja, 10 waren es bestimmt. So, ich müsste dann quasi wieder zurück zu unserer Base laufen. Das mache ich natürlich auch offscreen. Irgend schönes Tierchen oder so habe ich gerade hier nicht, ne? Oder noch ein Gegner oder irgendwas. Ist gerade so nicht der Fall. Meistens, wenn man die halt so ein bisschen braucht, ne? Aber naja. Hinten streunert doch nur einer rum. Aloe Vera, das können wir sogar gebrauchen. Wir haben gar nicht, ach doch, oder auch nicht. Naja. Bist du, Kollege? Oh, das sind mehrere. Ja gut, alle kann ich damit jetzt nicht erledigen. Ach, geht auch ein Schuss, wenn du gut triffst. Okay. Nice. Oh gut, es gibt verschiedene Kannibalen und alles, ne? Vielleicht sind die ein bisschen schwächer, ich weiß es nicht. Oder besser direkter getroffen. Glaube ja. Nieder mit euch. Ich hoffe, man findet noch irgendwo. Es gibt noch mehr. Es wird noch mehr Orte eingebaut, wo man das. Was ist das denn? Achso. Grafikfehler. Es werden noch mehr Orte eingebaut, wo man Munition findet oder so. Oder dass man sich die irgendwie herstellen kann. Oder keine Ahnung. Hände hoch oder schieße. Das habe ich nicht mal richtig getroffen. Mist. Jetzt aber. Hat schon ordentlich Wumms, ne? Ist schon nice. Okay, wie viel haben wir noch? 23, das belasse ich erstmal. Also hat man hier wieder noch ein neues Teil im Inventar. Das ist ja auch nicht vollgeklumpt genug. Hier oben ist ja sonst auch noch alles voll. Hier ist alles voll da. Es wird immer mehr und mehr. Gucken, was sich da noch alles einbauen. Wie gesagt, ich glaube, in etwas über einer Woche kommt dann das Story-Update. Das Spiel soll angeblich noch nicht fertig sein, aber die Story soll vollendet werden. Ich weiß nicht, ob komplett oder nicht. Angeblich ja. Aber wir lassen uns überraschen. So, dann laufe ich eigentlich nur zur Base und das war's dann eigentlich. Und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Update wieder bei 0.51 mit den Story-Updates. Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Forest und bis dahin. Tschüssi!